Phase 1: Der Märchentroll. Es war einmal im Reich der Fantasie. Da führt der Troll sein lustiges Leben auf Scheibenwelt und Mittelerde. Unsichtbar für die anderen, trotzdem immer da, aber halt gut versteckt. So nüllt der Troll vor sich hin viele tausend Jahre. Doch selbst die sind irgendwann verflogen. Der Troll tritt ein in Phase 2. Der schreibende Troll. Der Troll wird zum großen Briefschreiber und das mit spitzer Feder. Selten zur Freude seiner Mitmenschen. Der Troll kann einfach schreiben. Viel schreiben. Ausdauernd. Zu allem und an jeden. Und immer schön versteckt hinterm Schreibtisch. Blöd nur, das wichtigste Futter des Trolls, die verärgerte Reaktion des Gegenübers, lässt in den Schneckenpostzeiten auf sich warten. Und so ist es ein Quantensprung in die nächste Phase. Phase 3. Der Telefontroll. Die Erfindung des Telefons ist eine Offenbarung. Als erster entdeckt der Troll das Nervpotenzial dieses wunderbaren Geräts. Welch Chance! Nie wieder tagelang warten, bis sich der gewünschte Effekt der Trollerei einstellt. Sofortige Verzweiflung am anderen Ende der Leitung garantiert. Kaum zu glauben, es kommt sogar noch besser mit Phase 4. Der multimediale Troll. Der Computer, das Netz, unendliche Weiten. Sein eigentliches Erweckungserlebnis hat der Troll Mitte der 90er. Kommentieren und beschimpfen nach Herzenslust. Und jetzt auch noch ganz ohne Anlass und ohne das zu trollende Objekt noch kennen zu müssen. Tag und Nacht verfügbar und auch noch so gut versteckt im Schutz der totalen Anonymität. Der Troll ist endlich angekommen. Na Troll. Sorry, der musste sein.